Ich darf Hannes Gassert begrüßen. Er wird uns erzählen, wie eben genau solche solche Startups Geld verdienen können. Genau, Technik ist auch wichtig. Einfach hinlegen. Und anhand von diesen Daten eben auch Geschäftsmodelle aufbauen können. Hannes Gassert ist Unternehmer, mehrfacher Unternehmer, er ist Mitgründer und Verwaltungsrat von Leap, eine Firma, die viele tolle Internetprojekte macht. Dann gibt es, er ist Partner auch von WeMakeIt. Er ist dort auf der Plattform, eine Crowdfunding-Plattform tätig. Er hat vor allem die Funktion auch als Vizepräsident des Vereins Open Data inne, und das ist eben, weshalb er auch heute an der Organisation dieses Anlasses stark beteiligt ist. Und er hat auch ein MacBook Air, oder? Von dem her passt er auch in unser Bild. Ich kenne ihn seit 15 Jahren bald. Seit dem Start der PHP-Community in der Schweiz oder so. Wir waren in vielen gemeinsamen Tätigkeiten und jetzt bist du online. Super, los geht's. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich brauche wohl noch ein Mikrofon. Sehr schön. Gut, also bis jetzt haben Sie ja Professoren, Doktoren und Direktoren gehört. Und ich bin ja eigentlich nichts von dem. Ich mache Startups, wie das Matthias vorhin erklärt hat. Und entsprechend Praktiker, oder? Ich versuche, die Dinge zu bauen. Ich probiere sie so zu bauen, dass danach tatsächlich Leute Arbeitsplätze haben und da wirklich eben über Jahre und unterdessen ja auch Jahrzehnte, wenn man die Geschichte so zusammenfasst, da wirklich nachhaltig Wert geschaffen wird. Und wenn man das, was ich so mache, auch eben als Aktivist mit in der Open Source Community, wo ich ja den Matthias Stürmer her kenne, oder jetzt in der Open Data Community, wenn man das so zusammennimmt, dann würde man mich wahrscheinlich in den USA als Civic Entrepreneur betiteln. Und das ist jetzt noch schwierig zu übersetzen, was ich hier, also Civic, das kommt ja von Bürger oder so, le citoyen und so weiter. Was eine falsche Übersetzung wäre, wäre bürgerlicher Unternehmer. Das ist ein Bürgerunternehmer. Ja? Und als Bürgerunternehmer probiere ich natürlich immer mit der Aktivität, die ich mache, Sachen zu bauen, die mehr Wert schaffen, als dass ich als Unternehmer wieder jeden Tag abschöpfe in Form von Profit oder Ähnlichem. Jetzt, wenn ich den Unternehmerhut auf habe und dann über Open Data sprechen gehe, dann kriege ich oft Stirnrunzeln, weil die Erwartung ist dann oft, ja gut, jetzt kommt der mit Open Data, und das sind ja alles Hippies, diese Open Leute, die Open Source und Open Data Leute. Ich sehe da schon Peace-Zeichen, die gemacht werden im Publikum. Ja, okay, alles ist frei und gratis und wir haben uns gern. Ist okay, red du mal darüber. Habe ich nicht vor heute. Die andere Reaktion, die ich bekomme, ist, ja okay, gut, ja, der kommt jetzt wieder mit Open Government Data und das ist so eine Regierungs- und Beamtengeschichte und ja, das geht da wahrscheinlich um offene Bundesordner und vielleicht solche Geschichten. Ah, ist langweilig. Habe ich auch nicht vor. Und was aber auch kommen mag manchmal, ist die Vermutung, ah, so, jetzt ist es also da. Jetzt haben sie immer über Open geredet und alles ist schön und gut und nett, aber jetzt kommt Open Big Business und jetzt kommt das wahre Gesicht. Auch das habe ich nicht vor heute. Und deswegen muss ich kurz von vorne anfangen. Ich muss kurz von vorne anfangen und sagen, okay, was meine ich da eigentlich, wenn ich mit Open komme? Das haben wir bei den bisherigen Konferenzen immer schön wiederholt, von, ja, das ist übrigens Open Data, das meinen wir, ich denke, das müssten wir dieses Jahr auch nochmal machen, wenn
ich von open, von offen spreche, dann meine ich das, was Sie unter opendefinition.org nachschauen gehen. Da geht es um Daten, die frei verfügbar, frei verwertbar und frei weiter verteilbar sind. Soweit so gut. Und wenn ich dann aber, und da werde ich dann auch normalerweise nochmal gefragt, von Daten spreche, dann kommt dann meistens die Geschichte, aha, Moment jetzt mal, was meint ihr da genau mit Daten? Geht es ja da jetzt um die Beschlussdokumente innerhalb des Bundesrats? Geht es da irgendwie, ihr wollt da die Leute den gläsernen Staat aufzwingen? Oder geht es da einfach um die Daten vielleicht von der Wetterstation, die da außen liegt? Ich habe Ihnen keine pfannenfertige, wunderbare Definition von das sind Daten. Da werden wir sicher noch darauf zu sprechen kommen, ja, was meint ihr denn genau jetzt im Laufe auch des Tages? Aber ich glaube, wenn wir Daten sagen, dann meinen wir oft etwas, das nahe mit Messungen zu tun hat und dann mit Transformationen von diesen Daten. Nicht Analyse, nicht jemand, der einen Bericht schreibt, sondern wirklich relativ rohe Daten. Und worum es bei Open Data geht, ist, dass wir eben einen neuen Return on Data, so wie wir einen Return on Investment haben im Unternehmerischen, einen Return on Data schaffen. Das heißt, wir haben heute Situationen, wo wir echt immer mehr unter den Stichworten wie Big Data und so weiter, immer mehr rausholen können aus den Daten, die bis jetzt eben vielleicht schon lange, lange rumliegen in ganz verschiedenen Orten. Und jetzt aber geht es darum, Sie müssen sie nützlich und nutzbar machen. Und wenn wir da von Unternehmertum dann reden, dann geht es natürlich immer um Wert, Wert, der geschaffen werden will. Und ich habe es schon gesagt, wenn ich von Wert spreche, dann meine ich eigentlich immer Mechaniken, die funktionieren, wie sie der Verleger Tim O'Reilly, das ist der, der den Begriff Web 2.0 erfunden hat, wenn Sie sich daran noch erinnern, an diese alten Geschichten. Der hat gesagt, wir müssen an Sachen arbeiten, die echt wichtig sind. Wir müssen diese ganzen neuen Technologien so einsetzen, dass echter Mehrwert geschaffen wird, und zwar so, dass es eben viel mehr ist, als was wir dann als Profit wieder abschöpfen. Das heißt, eine Summe machen am Schluss über das, was wir schaffen, wo wir nicht irgendwie die Externalitäten, alles, was irgendwie negativ ist, irgendwie außerhalb haben und möglichst schön viel nur in unserer kleinen Unternehmung haben. So soll es nicht ticken, und deswegen brauchen wir gescheite Geschäftsmodelle, die eben genau das möglich machen. Um über Geschäftsmodelle zu reden, gibt es unterdessen ein anerkanntes Werkzeug, das ist das Business Model Canvas vom Kollegen Osterwalder. Das kennen ganz bestimmt viele von Ihnen. Ich gehe das aber ganz kurz durch, damit wir wissen, wovon wir sprechen. Ein Geschäftsmodell, eben die Mechanik, wie eine Organisation Wert kreiert, soll aufgezeichnet werden, und darauf, da brauchen wir ein paar Kästchen. Erstens mal, wer ist der Kunde? Zweitens mal, was bieten wir dem? Wie bringen wir das zum Kunden? Was haben wir dabei für eine Beziehung zu ihm? Was kommt da an Geld rein? Was brauchen wir für Ressourcen, Aktivitäten, Partner? Was haben wir für Kosten? Fertig. Okay, also unten so eine Finanzschicht, dann rechts so einen Wert- und Kundenkasten und dann links, okay, was machen wir? Mit wem machen wir das? Und da können Sie dann ganz, da gibt es viele Berater, und ich mache das oft auch mit Kunden und mit Leuten, die ich zusammenarbeite. Die machen dann, die nehmen so ein Blatt, die drucken das groß aus, und die machen dann ganz viele so Post-it-Übungen, wo dann da rumgeschoben wird, so, aha, das ist eigentlich unser Geschäftsmodell. Gibt es ganz spannende Varianten, wo Sie sich mal ausdenken können. Die Rasierklingen, wenn Sie einen Rasierer kaufen in der Migros, was ist da eigentlich der Punkt? Da ist der Griff und die erste Klinge ist ganz billig, und dann später, wenn Sie dann weitere Klingen wollen, sind die unheimlich teuer. Ah, okay, also ein Geschäftsmodell, das mich leicht reinzieht und dann lange da drin behält, weil ich das ja behalten will. Solche Geschichten kann man konstruieren und sichtbar machen in diesem Business Model Canvas. Und ich möchte eigentlich ganz kurz und schnell zwei Fälle durchgehen
von spannenden Unternehmen und sie eben auf diesem Canvas, auf dieser Leinwand sichtbar machen. Das erste ist die Climate Corporation, climate.com. Da zeige ich Ihnen jetzt nicht das entsprechende Video dazu, aber Sie sehen da schon, da geht es irgendwie um tolle Tablets und Satelliten und irgendwas mit grünen Feldern. Das Video dazu zeigt dann da wunderbare Datenanalysen von dem Ackerland. Es zeigt ganz tolle Kurven, wo man sieht, aha, gut, okay, da geht es darum, die Kurve ist irgendwie Dünger und wie der sich erschöpft im Verlauf der Saison und wie viele Pfund pro Acre man dann da sparen kann. Und natürlich, weil es um, ich habe es schon gesagt, um Ackerbau geht, gibt es dann die glücklichen Bauern mit dem Tablet in der Hand im Maisfeld, die dann tatsächlich mehr ernten. Jetzt, wie machen die das? Die machen, ich nenne ein Modell, ich nenne das jetzt mal Crop Intelligence. Da geht es eigentlich darum, okay, man nimmt die großen Farmer in den USA, die haben gigantische Felder und die brauchen da einen Überblick, den man fast nur noch von oben und mit Technologie haben kann. Die sagen dann, okay, gut, was wollen wir denen bieten? Wir wollen, dass sie mehr ernten, wir wollen, dass sie Kosten und Zeit sparen und dass sie weniger Risiko für einen Ernteausfall haben. Was machen wir? Wir geben ein Produkt, wir verlangen Geld für das Produkt, wir vertreiben das über ein Netzwerk, wir helfen ein bisschen und wir brauchen vor allem offene Daten, Satellitendaten, Klimadaten, Daten über die Bodenbeschaffenheit, Täler, Berge, die ganze Topografie und wir machen dann Modelle darüber, wie da am besten gepflanzt, geerntet und gedüngt werden soll. Das funktioniert ganz gut. Was man dafür braucht, ist ein bisschen Talent, ein paar schlaue Algorithmen, gute Leute und natürlich, naja, die Datenquellen, weil die ganzen Meteodaten, die ganzen Satellitendaten, das kommt ja irgendwo her. Am Schluss Research and Development, ein paar Datencenter, Marketing, das ist es. Jetzt in dem Moment wäre das noch eine ganz interessante App-Firma. Die hat vielleicht die paar Kunden, das sind vor allem diese großen Farmer und die kriegen dann die App und können dann so ihren Ertrag optimieren. Jetzt haben wir da unten aber das Risiko minimieren. Weil Ernteausfall, das ist ein Problem, also zu viel Dürre, Hagel, Überschwemmung, was immer. Da könnten wir doch eigentlich was machen, wenn wir diese schlauen Klimamodelle haben. Und haben sich gesagt, hey, eigentlich könnten wir mit den Daten, mit dem Wissen, das wir hier haben, auch Versicherung machen. Und haben sich gesagt, okay, ja, lass uns das machen. Wir gehen auch zu den mittelgroßen Farmern, wir holen Insurance Agents, also Versicherungsvertreter rein und wir bieten Versicherungen an, weil wir ja erstens extrem viel Wissen über diese Felder und Vorhersagen machen können, wie es da regnet und so weiter. Wir können sogar Tipps geben, damit das Risiko sinkt und wir können Versicherungen anbieten, wie sie sonst keiner eigentlich anbieten kann. Was ist als nächstes passiert? Nach 1, 2, 3 Jahren, wo sie das gemacht haben, das da, Monsanto kauft die Geschichte für am Schluss 1 Milliarde, das hat funktioniert. Und die Überlegung, die sich Monsanto gemacht hat, das zu kaufen, dieses hippe Silicon Valley Startup reinzuholen bei sich, die können sie sich alle selber machen. Es gibt einen ähnlichen Fall, Open Corporates. Wir hatten da Vertreter bereits hier an der Konferenz vor einiger Zeit. Open Corporates sammelt nicht Daten über das Wetter und über die Landwirtschaft, sondern über Firmen. Und stellt die zur Verfügung über opencorporates.com, über eine Schnittstelle, eine API und macht auch dann Visualisierung. Das Wichtige dabei ist, die müssen rumgehen in aller Welt und aus den Handelsregistern und diversen anderen Quellen Daten zusammenziehen, was die man halt so hat über Firmen heutzutage. Wer ist das? Wo sind die? Ganz absolute Grundlagen. Und die stellen das dann wieder als Open Data zur Verfügung und die Frage ist dann, wo ist dann da ein Geschäftsmodell?
Zeichnen wir es auf. Okay, was passiert? Finanzinstitute brauchen solche Daten, weil die müssen immer genau wissen, wer ist eigentlich meine Gegenpartei, wenn Lehman Brothers oder im Moment gerade Griechenland pleite geht, dann will ich wissen, bei der Firma auf den Caymans, bei der Firma in Zürich, bei der kleinen Briefkasten in Zug, ist das ein Grieche? Ist das Lehman Brothers? Muss ich Angst haben? Wie kann ich das wissen? Nur wenn ich eben genau diese Datenquellen habe. Weil sonst, naja, habe ich keine Ahnung, was das wirklich für Kredite sind. Das muss ich wissen für Leute, denen ich Kredit gebe. Das muss ich Leuten über die wissen, die meine Kunden oder meine Dienstleister auch sind. Aber wenn ich das viel brauche und mir das etwas wert ist, dann kann Open Corporates dafür Geld verlangen. Was die nämlich machen, ist über den Customer Relationship Kanal des Supports, des Beschwerdewesens, das was man normalerweise nicht will, machen die Geschäfte. Weil was passiert, wenn beispielsweise eine Bank extrem viele Anfragen macht an diese Open Corporates API, dann drosseln die das mal und dann stellen die das ab. Und dann klingelt dann relativ schnell das Telefon, Hilfe, wir brauchen diese Daten, und dann macht man eben den Deal und sagt, okay gut, wenn ihr tatsächlich jetzt was gebaut habt, das diese Daten unbedingt braucht, machen wir doch einen kleinen Vertrag. Und so kommt tatsächlich einiges zusammen bei Open Corporates. Sie können sich das Rest des Canvases ausdenken. Das nächste Slide, das ich bei Monsanto hatte, habe ich hier leider noch nicht. Also es ist doch nicht die UBS gekommen und hat die Geschichte gekauft. Rechnen Sie damit, dass das passiert. Jetzt, wenn wir die Geschichte weiterdrehen, dann stellt sich ja eigentlich die Frage, und ich kürze ein wenig ab, wo soll denn das ganze Geld herkommen? Es gibt ja diese tolle Studie von McKinsey, die von dieser großen Zahl, Sie müssen sich das selber ausdenken, wie viele Nullen das sind, spricht, wo jährlich mit Open Data Wert geschaffen werden soll. Das sind ja irgendwie 5000 Milliarden und das muss ja irgendwo herkommen. Und die Leute haben dann da bei der Consultancy das mal studiert und haben sich das wie folgt aufgeschlüsselt. Haben gesagt, von diesem riesigen Betrag, also merken Sie sich das, das ist wirklich viel Geld, von diesem riesigen Betrag wird Wert geschaffen, ja, okay, in der Bildung, im Transportwesen, bei der Elektrizität, in der Gesundheitsvorsorge, in der Gesundheitspflege und bei dem Finanzwesen. Und wenn wir das für die Schweiz jetzt mal angucken und nach dem Prinzip Hoffnung, wie wir es gehört haben, uns überlegen, hey, was ist denn das für ein Potenzial? Die Branchen, wo da die ganz großen Balken sind, Gesundheit, Finanzwesen, das ist eigentlich genau, wo wir stark sind. Das ist eigentlich genau, wo wir in der Schweiz unglaublich viel Wissen haben. Und Wissen plus Daten sollte eben Wert heißen. Die Frage ist, wie kriegen wir das hin? Und die Frage ist natürlich auch, heißt das, Riesenbeträge einfach auf dem Rücken des kleinen Mannes? Bedeutet das, dass wir den Staat auf der einen Seite haben, der macht seine ehrliche Arbeit, generiert all diese Daten, zeichnet die Landkarten, erfasst die Meteodaten und so weiter. Und dann kommen die frechen, findigen Unternehmer, schaffen Wert, schöpfen den ab und gehen an den Pool. Kann es ja nicht sein. Entsprechend müssen wir uns fragen, okay, wer bezahlt denn eigentlich für diese offenen Daten? Und ich weiß, das ist eine Frage, die kommt immer wieder. Und man muss dabei sich sicher immer vor Augen halten, dass es hier um grundlegende Infrastruktur geht für Wissensarbeiter. Ohne diese Datengrundinfrastruktur werden wir in der Schweiz vielleicht noch eine Weile das machen, was wir immer gemacht haben, aber dann wird das irgendwann mal fertig sein. Entsprechend stellt sich die Frage, wie wir einer Daten- und Wissensökonomie das hinkriegen, dass wir für diese Grundinfrastruktur zahlen. Okay, Variante 1, der Staat bezahlt, Variante 2,
Der, der die Daten aufdatiert, bezahlt dafür. Variante 2, der die Daten benutzt, bezahlt dafür. Okay, gut, das wäre mal 1, 2 oder 3. Können wir mal auswählen. Jetzt, wie wählen wir da draus? Wir können sagen, okay, wir bepreisen Open Data so, dass wir möglichst großen Profit machen. Wir bepreisen Open Data so, dass wir möglichst einfach die Kosten rausholen. Oder wir bepreisen es so, dass wir halt die Grenzkosten einfach wieder reinholen. Und die gehen ja bekanntlich gegen Null, sprich die Kosten dafür, dass die Daten jetzt vom Open Data Portal zum Nutzer kommen, dafür was zu bezahlen. Wahrscheinlich eher nicht C. Gut. Und wir können uns dann weiterhin die Frage stellen, gut, für wen wollen wir das eigentlich optimieren? Wollen wir das für den Konsumenten optimieren? Wollen wir für den Produzenten der Daten Profit generieren? Oder wollen wir eigentlich vor allem für den Staat möglichst viele Einnahmen generieren und müssen eigentlich sagen, nein, was wir eigentlich wollen ist, wir wollen einen Mix davon. Wir wollen einen volkswirtschaftlich einen guten Mix hinkriegen für die Finanzierung von Open Data. Und jetzt klingelt dann ganz der gleich der Wecker. Entsprechend muss ich zur Schlussfolgerung gehen und die kann eigentlich nur Folgendes heißen. Wir müssen das so optimieren, dass wir es für das Gesamtsystem optimal machen. Wir müssen das Open Data, die Open Data Wirtschaft für die so die Weichen stellen, dass wir aus einer Kombination aus eben der die Daten aufdatiert, bezahlt und eben allgemeiner Finanzierung etwas hinkriegen, wo wir diese Startups, und aus denen passiert normalerweise eben einiges mehr als drei junge Herren mit MacBook Airs in einem Starbucks, sondern vielleicht so etwas wie Climate.com, dass wir für die die Grundlagen schaffen. Denken Sie an GPS. Denken Sie an dieses Open Data System, das Sie alle in der Tasche tragen. Das war Rieseninvestition, Riesengeschichte, militärisch. Und heute ist es eine Schnittstelle, auf die Sie mit Ihren Handys, mit Ihren Tablets und so weiter ständig zugreifen und die Wert geschaffen hat. In einer Dimension, wie man sich es kaum vorstellen kann. Wert, wo wir helfen müssen, dass er entstehen kann. Wert, den wir entstehen lassen können, indem wir genau eben über neue Geschäftsmodelle nachdenken. Für dieses Nachdenken möchte ich Sie ganz, ganz herzlich weiter einladen. Ich glaube, es gibt einige Diskussionen, die man mit ganz vielen von Ihnen führen müsste. Ich mache das sehr gern, ich freue mich darauf. Denken Sie an diesen gigantischen Betrag, nicht vergessen. Ganz herzlichen Dank.